Das charakteristische Merkmal der Samenpflanzen, auch Spermatophyten genannt, ist die sexuelle Fortpflanzung durch Blüten und Samen. Das hat ihnen den Namen gegeben. Gleichzeitig sind die Samen die Verbreitungseinheiten der Samenpflanzen. Sie sind ein wichtiges mobiles Stadium im Lebenszyklus, mit dem sich neue Standorte erreichen und besiedeln lassen. Hier ist schematisch der Aufbau eines Samens gezeigt. Jeder Samen besteht aus drei Bestandteilen. Der Embryo oder Keimling ist eine junge Pflanze im Miniaturformat. Er besteht aus den Blattanlagen für die Keimblätter und einer Wurzelanlage. Der Embryo befindet sich in einem Ruhezustand. Wenn die Bedingungen günstig sind, beginnt er zu keimen und entwickelt sich zu einer für uns sichtbaren Pflanze. Im Samen drin kann der Embryo noch keine Photosynthese machen. Das Nährgewebe oder Endosperm liefert ihm Energie und Bausteine, damit er während der Keimung die ersten Blätter und Wurzeln bilden kann. Embryo und Nährgewebe sind von der Samenschale oder Testa umgeben. Sie schützt die Strukturen im Innern, beispielsweise vor Pilzen und Bakterien, oder vor Verdauungsenzymen, wenn sich der Samen bei seiner Verbreitung vorübergehend im Verdauungstrakt eines Tieres befindet. Die Größe und das Gewicht von Samen können sehr unterschiedlich ausfallen. Die kleinsten Samen findet man bei Orchideen. Sie können lediglich ein Mikrogramm schwer sein, das ist der millionste Teil von einem Gramm. Die Seychellenpalme hingegen ist dafür bekannt, dass sie die größten Samen bildet. Ein einzelner Same, wie der hier gezeigte, wiegt bis zu 20 Kilogramm. Die Seychellenpalme wächst natürlicherweise nur auf den Seychelleninseln. Damit ist sie endemisch. Endemisch bedeutet, dass der Lebensraum einer Art auf eine meist recht kleine Fläche beschränkt ist und man sie nur dort finden kann. Endemisch vorkommende Arten haben ein erhöhtes Risiko auszusterben.